Pennsylvania, unterstützt völlig die deutsche Friedensorganisation bei den Demonstrationen am 1. Oktober 2022 und der Forderung, dass Deutschland Abrüstung und Frieden anstelle von Aufrüstung und Krieg anstreben muss. Die Welt lebt in einem ständigen Kriegszustand, weil Regierungen und die Industrie ein falsches Narrativ verbreiten, wonach massenhafte, staatlich sanktionierte Gewalt die einzige Lösung zur Beilegung internationaler Streitigkeiten ist. Dieses falsche und bösartige Narrativ oder auch Geschichte, bösartige Geschichte, führt zum Tod und zum Leid von Millionen von Menschen und zur Verschwendung der wertvollen Ressourcen der Welt. Wir Menschen sind mit Intelligenz, Vernunft und Mitgefühl aufgeklärt und können daher unsere Differenzen lösen, ohne miteinander unsere Menschheitsfamilie abzuschlachten. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und Verhandlungen nicht nur über den Krieg in der Ukraine, sondern auch über die Schaffung einer neuen Sicherheitsordnung in Europa, die die Einbeziehung Russlands vorsieht. Geld und Ressourcen sollten eingesetzt werden, um eine gerechte Welt zu schaffen, in der kein Land und kein Volk das Gefühl hat, auf Gewalt zurückgreifen zu müssen, um die universellen Rechte auf Sicherheit und Schutz und Gerechtigkeit zu erreichen. Von Fred Wolf, Friedensaktionsnetzwerk von Lancaster, Pennsylvania.